Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slither.io. So, wollen wir doch mal gucken, wie weit wir heute kommen. Bei Schlingel die Schlange. Na, hier schon der Erste, der uns ans Leder anscheinend nicht will. So, unser erster Kill, den wir gemacht haben. Der Kleine könnte uns eventuell in Zukunft. Nö, der ist abgehauen, da wird wohl nichts mehr passieren mit. So, dann gucken wir mal weiter. Erstmal eine kleine Größe erreichen, dann geht alles schon ein bisschen einfacher. Auch wenn ich denke, oder wie ich finde, dass man, wenn man eine größere Schlange ist, irgendwie nicht mehr so schnell ist wie die kleine. Aber es wirkt vielleicht auch nur anders auf mich. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, ich würde sagen, man ist als große Schlange nicht mehr so agil und nicht mehr so schnell. Kann auch sein, dass sich das dann nur so aussieht, wenn man mehr Masse hat, dass es dann halt alles ein bisschen träger wirkt. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das nicht doch so ist. So, bevor wir eingeschlängelt werden. Na, ich glaube, die hat schon sowas vor. Da ziehen wir doch mal passend vom Leder. Ui! Das nenne ich doch mal Glück. Dann lass uns doch mal wachsen. Ja gut, sollen sich andere auch noch ein bisschen mit vergnügen mit dem Kill. Man sollte bei diesem Spiel nie zu geizig sein. Und ich glaube, wir sind schon eingeschlängelt worden. Oder? Nee, doch nicht. Glück gehabt. Ui, der erste Platz hat gewechselt. So, und jetzt haben wir mal eben schon eine gute Größe erreicht, würde ich sagen. So ein bisschen Startgröße. Man sieht auch, die Punkte werden deutlich kleiner, indem dass man größer wird. Kann man auch mehr aufnehmen. Ist natürlich viel besser. Wie man meiner Stimme hört, bin ich immer noch nicht so ganz fit. Aber das habe ich schon in den letzten Folgen gesagt. Ich nehme ja mehrere Folgen pro Tag auf. Und dementsprechend zieht sie das vielleicht bei den Videos alles um ein bisschen, ja, ein bisschen länger, um ein paar Wochen. Vielleicht kommt in Zwischenzeit aber auch schon was raus von mir, Musik oder Hörspiel oder irgendwie was, dass ich dann überraschenderweise für euch schon wieder ein bisschen fitter bin. Aber momentan hört ihr es ja selber, wie es ist. Und da verstelle ich nicht meine Stimme großartig oder irgendwie was. Nein, diese Folge ist ein bisschen, ja, zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen worden. Ich krächze noch ein bisschen und habe noch nicht mein übliches Gesangsstimmchen, was ich eh nicht habe. Ich sage ja, ich bin Musiker und kein Sänger. Dementsprechend werde ich auch wohl eher weniger singen, außer bei einem Projekt, was dies Jahr noch herauskommen soll. Wir sind jetzt in 2018 und da ist mehrere Jubiläen stehen an. 20 Jahre Freundschaft mit Marcy Machine. Ja, so lange kenne ich ihn schon. Und so lange hält er es mit mir aus. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein kleines Jubiläum. Dann meine 5 Jahre wären es Romantic Warriors. Und ja, das wird auch ziemlich lustig werden. Da wollte man mich doch einschlängeln. Glaubt ihr mir das? So, ja, jetzt hat mich der Kleine und der futtert mich noch nicht mal auf. Nun gut, dann machen wir doch noch mal weiter mit Schlingel die Schlange. Ich weiß nicht, wie lange wir heute die Runden machen werden, wie lange meine Stimme hält. Wenn ich merke, dass die Stimme nicht mehr hält, dann brechen wir ab oder ich schneide irgendwann mal was zusammen aus verschiedenen Folgen. Dementsprechend kann es sein, dass die Folge von Folge zu Folge vielleicht oder während der Folge meine Stimme ein bisschen anders wird. Dann wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid. Und ich habe schon ein paar Folgen vorproduziert, in weiser Voraussicht. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass ich die unterschiedlich bringe. Sprich, dass ich dann schon wieder ein bisschen fitter bin. Bei der einen Folge, bei anderen höre ich mich wieder ein bisschen mehr wie die Reifeisen an. Das muss ich mal gucken, wie ich das zusammenschneide.
Eventuell lasse ich in Zukunft die Werbung auch mal raus, habe ich mir überlegt, beziehungsweise lasse sie drin, schneide nichts extra raus, auch wenn ich ein Schnittprogramm und alles habe. Aber muss ich erst mal gucken. Weil es alles sehr zeitaufwendig und so viel Zeit habe ich ja auch nicht immer. Ich bin ja relativ viel beschäftigt mit einigen anderen Sachen auch, die so im Hintergrund ablaufen. Dann familiär. Ich bin ja ein recht familiär eingestellter Mensch. Und ja, wäre von mir eine Lüge, wenn ich sagen würde, nein, es wäre nicht so. Aber was hätte ich von einer Lüge? Nichts, außer hinterher Probleme, Ärger. Und was sich selbst belügt, der kann auch nicht zu anderen aufrecht sein, sagen wir mal so. Lügen bringen ja schließlich gar nichts. Weder in Politik noch woanders. So, nicht, dass wir hier eingeschlängelt werden. Na, hat er gar nicht gemerkt, dass er hier einen geplättet hat. Aber den Kill schnapp ich mir dann. Ich grüße auch mal wie das Engelchen 1991, was meine Moderatorin hier bei YouTube und bei meinen ganzen Aufnahmen ist, wenn ich mal wieder Aufnahmen mache. Sie schaut auch zwischendurch mal rein und durch, bevor ich die Sachen hochlade, wenn sie mal ein bisschen Zeit hat. Und ja. Sie ist auch bei Minecraft aktiv, falls jemand mal von euch auch Minecraft spielt. Da kann man sie auch finden in den großen Sachen wie Hypixel. Da macht sie auch zum Beispiel Bed Wars. Ich glaube, Gumme gibt es auch als Bed Wars Server. Sie ist nicht auf allen aktiv, aber immerhin. Das ist ihre Sache. Minecraft ist, ja, versuchsweise auch meine Sache. Ich habe da auch schon ein bisschen was gemacht. Wir arbeiten noch an einem kleinen Projekt, was wir vielleicht demnächst auch mal als Videoclip reinstellen, also ein kleiner Videoclip. Tja, da hat es mich dahin gerafft. Ist schon produziert. Und das ist jetzt aber nur so ein Let's Show. Also angucken, was wir schon so gebaut haben. Nennt sich, glaube ich, Let's Show. So. Nicht zu verwechseln mit Let's Show, das ist ja ein Gericht. Ein ungarisches. Und ja, die Leute fragen jetzt, wie kommst du jetzt auf Let's Show? Ja, schade. Wie ich jetzt auf das Gericht Let's Show komme? Nun gut. Ich bin Hobbykoch, ich kenne viele Gerichte. Und gerade Let's Show ist ein Gericht Spitzpaprika, falls andere einiges nicht kennen. Und es ist ja, mehr oder weniger damals in der DDR gewesen. Dass es da das in den 80er, 70er, glaube ich, auch schon gab. Und das war für die dann schon was Exotisches da. Viele mochten es nicht. Oh, hier ist jetzt aber was los hier. Jetzt haben wir hier aber schon ein kleines Feuerwerk, würde ich bald sagen. Auf jeden Fall, ja. Ich kenne das Gericht auch. Mir schmeckt es auch sogar. Wenn ich mal meinen Boost ein bisschen anschmeißen, dass ich schneller mal von A nach B komme. Dadurch verliere ich zwar wieder einen kleinen Teil meiner Länge. Ungefähr jeweils pro Boost 10%. Auf langer Sicht auch mehr. Aber in dem Moment ist es, glaube ich, gerechtfertigt, dass ich mal ein bisschen Gas gebe. Und schon wieder habe ich einen geplättet. So, dann mal gucken, dass ich da noch ein bisschen was von abkriege. Ohne, dass ich direkt eingeschlängelt werde. Durch andere kann ich ja nicht durch, aber durch mich selbst kann ich ja durchschlängeln. Das wird dann überlagert jeweils. Und das ist schon eine gute Lösung. Ah, schade. So, gut, dass ich nicht irgendwie so großartig was mit Tanz zu tun habe, sonst hätte ich mir vielleicht die Werbung noch angeschaut. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet. Ich dachte, das wäre jetzt ein Tänzer. Wie gesagt, sonst habe ich immer die Werbung rausgeschnitten, aber das ist zu zeitaufwendig, wenn ich vorproduziere. Deswegen, ihr könnt ja sagen, Werbung raus oder Werbung rein. Vielleicht schneide ich dann immer mal was zusammen. Ich mache es ja nicht so wie andere YouTuber, dass sie einfach nur die besten Szenen rausschneiden. Man soll auch mal den Weg sehen, den man hat, dass man groß wird. Nicht immer nur besondere Kills oder wenn man jemanden besonders platt gemacht hat.
um dann seine Überreste zu schnabulieren. Das ist nicht mein Fall. Man soll ruhig sehen, dass man auch arbeitet. Und das ist genauso wie bei, ja, wie eben angesprochen, wie bei Minecraft. Man muss erst die Blöcke bauen, um hinterher ein Gebäude zu haben. Ich wäre im realen Leben auch. Dementsprechend könnte man hier sehen oder Untertitel schreiben. Ja, Weg zum Erwachsenwerden einer kleinen Wurm oder einer Schlange. Mit dem Motto Grown Up. Aber hier sieht man auch sofort, wie er die Jäger, diese kleinen leuchtenden, beweglichen, ja, Punkte, wie auch immer, was das sein soll, hinterherjagen. Das mache ich auch zwischendurch mal, aber eher seltener. Und das scheint hier ein kleiner Provokateur zu sein, aber anscheinend nicht bei mir. Da bin ich schon heilfroh, dass man mich da jetzt nicht auch noch, ja, hier unnötig, wie ich dann finden würde, hinter mir herjachtet und mich da jagt und striezt. Mache ja schließlich auch nicht. Ich könnte natürlich auch provokant auf andere Schlangen davor gehen. Das könnte ich auch. Aber was bringt mir das? Das bringt mir nichts. Außer vielleicht Ärger, und ich ärgere mich höchstens noch selber, wenn der Plan einer Provokation dann nicht aufgeht und ich dann meinen eigenen Wurm, meine eigene Schlange verliere, nur weil ich dann jemand anderes da so einkesseln wollte und platt machen will. Gut, es ist eigentlich Ziel, dass man den Gegner einschlängelt und hinterher seine Überreste zu sich nimmt, dass man wächst. Aber man kann es ja auch mal versuchen, freundlicher Basis zu machen. Finde ich zum Beispiel. Und das hier mache ich ja. Deswegen, ich will mich da auch nicht großartig aufregen, auch wenn es teilweise ziemlich ärgerlich ist. So, man sollte auch nie zu lange bei einer einzigen Fremdschlange sein, weil es gilt dann ja schon als Provokation. Zack, da hat schon mal einer hingerafft. Und dann habe ich mir ihn halt jetzt eben geschnappt. Und wie gesagt, ich möchte auch nicht andere Schlangen großartig provozieren. Habe ich ja nichts von Ärger. Und ich möchte generell lieber Ruhe und Frieden haben. Und dann ist das gut. Die meisten würden jetzt sagen, tja, da hast du nichts mit Spielen zu tun. Dann hast du beim Spielen nichts zu suchen, wenn du Ruhe und Frieden haben willst. Weil die meisten Spieler, die sind halt nicht gerade ohne. Da muss man halt mal ein bisschen härter ran. Aber gut, ich spiele auch zum Beispiel Wrestling-Spiele der großen Firma und Marke. Und da muss man auch natürlich ein bisschen brutaler ran. Ich gucke mir auch gerne Boxen zum Beispiel im Fernsehen an, dass mal gut übertragen wird. Aber auch Fußball. Aber selber, nachdem ich mit Kampfsport nicht mehr weitermachen durfte, bin da eher ruhiger geworden. Ja, das hätte ich jetzt sehen können. Aber es ist halt so. So, die Runde machen wir jetzt noch. Und da merke ich auch, dass meine Stimme so leicht belegt wird. Dementsprechend werde ich dann auch mal schauen, ob ich vielleicht noch eine andere Folge dran schneide. Je nachdem, wie lang die Folge jetzt ist. Ich gucke da jetzt nicht großartig nach, auch wenn ich es könnte. Und ich werde dann jetzt gleich mal bisschen meine Stimme schonen. Aber erstmal diese Folge beenden. Aber erst nachdem ich geguckt habe, auf welchen Rang ich jetzt gerade komme. Wenn es gar nicht mehr anders geht, dann werde ich natürlich mit den Folgen pausieren. Aber das werde ich dann auch Bescheid sagen aus gesundheitlichen Gründen und so. Man hört ja, wie es ist. Ich bin ja froh, dass es langsam ein bisschen besser wird. Aber es kann auch Rückfall geben, und das muss ja nicht sein. Das war wieder unser Suizidbomber. Der ist mir mal wieder schön in die Seite gerutscht. Oh, 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 oh. Ja gut, der hat mich eingeschlungen. Na, so. Einen machen wir noch deswegen, und gut ist.
Man muss ja nicht gerade auf dieser Weise dann das Let's Play beenden. Nachher denkt man noch, ich habe das nämlich absichtlich da einschlängeln lassen oder sowas. Man kann zwar Vermutungen haben, dass einmal eingeschlängelt wird, aber jo, muss ja nicht unbedingt sein. Als Information steht auch beim Hochladen der Videos drin, dass ich Tab benutze. Sprich ein Tablet. Ein Samsung Galaxy Tab und ja, Android-Betriebssystem für alle Technikfans, die gerne mal wissen, was ich hier gerade habe. Ich habe leider noch keinen Gaming-Laptop, der gut genug ist. Engelchen und ich, wir werden da mal gucken, dass wir, wenn wir irgendwann mal genug Geld haben, dass wir uns dann sowas holen. Wir sind übrigens nicht kommerzielle YouTuber. Und wir nennen, also ich denke mal, wir werden das sich trotzdem YouTuber nennen, weil wir hier auch Videos reinstellen. Dinner Wizard, don't kill me. Ja gut, der bin ich nicht. Wenn da irgendwo mal Tango LP, don't kill me steht, dann weiß ich Bescheid. Aber so weit kommt es doch noch nicht. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Wenn ihr irgendwelche Spiele habt, die ich gerne mal austesten soll für euch, dann schreibt mir das in den Kommentaren und ich glaube, wir haben hier einen gefunden, der so ein bisschen stänkern will. Na, ja, ist ewig an mir dran. Ich denke mal, dass der schlechte Absichten hat. Aber meistens gehen gerade solche Leute schneller unter wie alles andere. Ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Je aggressiver sie sind, je eher sie sich drehen, so wie der jetzt hier, umso schneller sind sie hinterher im Eimer. Oh, jetzt hat's gebackt. Jetzt war's zu viel. Ja gut. Wenn es jetzt anfängt zu hängen, müssen wir noch mal gucken. Da sind zu viele Leute online. Dann schafft das der Server von Slither.io nicht mehr. 524. Ja, das ist schon eine große Zahl, normalerweise hängt es dann und leckt es ein bisschen mehr. Ich wollte auch schon mal sowas aufnehmen, wo es dann ziemlich geleckt hat. Und habe schon gesagt, das könnte man höchstens als Comedy Best of dann Best of Bugs von Slither.io machen. Aber davon habt ihr ja nicht viel. Außer dass man sich vielleicht kaputt lacht, wie dusselig das aussieht, wenn eine Schlange so mehr oder weniger hängt und rumzappelt, ohne dass es irgendwas geht, und dann ist man hinterher kaputt, ohne dass man weiß warum. Wenn man eine andere zum Beispiel nicht gesehen hat oder weil es bei der anderen auch hängt, dass die auf einmal von 0 auf 100 beschleunigt, ohne den Turbo Boost zu drücken, welcher das hier ja ist. Und ja, wie gesagt, ja gut, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Dann werde ich jetzt auch mal die Folge beenden. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen, wann ihr es auch immer schaut. Dann sage ich bis bald, euer Tango LP.